Ich grüße euch ganz herzlich. Heute arbeite ich wieder einmal auf einem Aquarellpapier. Das habe ich mit Gesso grundiert und es ist schon getrocknet. Und ich möchte jetzt eine sehr verdünnte weitere Grundierung auftragen. Dazu habe ich ein Gelb und ein Primärrot ausgewählt. Dieses trage ich sehr verdünnt, mit Wasser verdünnt auf. Dieser helle leuchtende Untergrund beeinflusst später mein Ergebnis. Dieses habe ich jetzt getrocknet und den Untergrund später noch mit einer Schicht Acrylbinder versiegelt. Nach dem Trocknen geht es jetzt weiter. Ich füge ein Kobaltblau hinzu und etwas Retarder oder in diesem Fall ist es Tapetenkleister. Der gibt meiner Farbe mehr Transparenz. Und auch etwas Volumen, sodass ich meine Folientechnik sehr gut anwenden kann. Das Blau vermische ich mit dem Kleister und trage es dann, wie alle anderen Farben, als zweite Schicht auf. Der Kleister verhindert, dass die Farbe zu schnell trocknet. Er macht sie transparent. Und er verhindert, dass die Farbe zu flüssig ist. Hier sprühe ich zwischendurch nochmal etwas Wasser auf, damit alles schön feucht bleibt. Und anschließend kann ich dann meine Folien aufbringen. Hier eine Folie aus der Küche, die macht etwas feinere Strukturen. Und anschließend werde ich auch diese Folie, die rechts liegt, noch verwenden, damit unterschiedliche Strukturen entstehen. Das Ganze lasse ich jetzt ein paar Minuten so liegen und gleich kann ich es auch schon wieder abziehen. Hier spritze ich noch ein paar Wassertropfen auf. Diese vertreibe ich mit dem Föhn. So lange, bis die Umgebung getrocknet ist, die Wassertropfen aber noch feucht sind. Anschließend tupfe ich die feuchten Tropfen mit einem
Papiertuch wieder weg und dort entstehen, wie immer, die hellen Flecken. Das Ganze wird jetzt komplett getrocknet, das dauert etwas. Anschließend möchte ich aber die Farbe noch etwas verstärken und ich wende das gleiche Verfahren einfach nochmal an. So überlagern sich auch die Strukturen und das Bild bekommt mehr Tiefe. Nachdem alles gründlich durchgetrocknet ist, möchte ich nochmal eine hellere Schicht hinzufügen. Ich nehme etwas Weiß, was ich mit viel Wasser verdünne und beabsichtige, dort Alkohol hineinzutropfen. Das funktioniert nicht sofort. Ich tupfe den Alkohol wieder weg und versuche es nochmal mit etwas mehr Wasser. Aber auch das klappt nicht zu meiner Zufriedenheit. Im Endeffekt werde ich einfach die Feuchtigkeit wegtupfen und es entsteht eine ziemlich abgerissene Struktur. Der Acrylfilm hat sich an einigen Stellen aufgelöst, sodass ich im folgenden Schritt diese etwas sensible Schicht noch einmal mit einer Schicht Binder versiegeln muss. Hier kommt also der Binder darüber, den verteile ich ganz vorsichtig. Nach dem Trocknen kann ich dann weiterarbeiten. In den äußeren Bereichen wende ich dann noch einmal die Folientechnik an, wie gerade eben auch gesehen. Bevor ich die Folie auflege, sprenkle ich noch etwas Alkohol hinein. Ich möchte die beiden Techniken kombinieren in einem Schritt. Nun also die Folie und dann habe ich wieder einige Zeit abzuwarten. Nach etwa 10 Minuten bis einer Viertelstunde probiere ich mal alles abzuziehen und ich bin leidlich zufrieden mit dem Ergebnis. Das muss natürlich alles gut trocknen und nach dem Trocknen versiegle ich nochmal die Fläche, diesmal mit einem matten Binder, damit die Oberfläche halt einheitlich matt wird. In diesem Zwischenschritt entferne ich schon mal die Maskierbänder außen herum. So kann ich gleich das Bild beim Bearbeiten besser beurteilen und kann es auch immer wieder drehen.
Hier seht ihr in einem Ausschnitt, wie ich jetzt diese Strukturen, die jetzt sehr wenig kontrastreich sind, mit erstmal dunkler Farbe hervorhole. Ich betone also die Dunkelheiten, die schon da sind, mit einer noch etwas dunkleren Tönung. Diese mische ich aus den Farben, die ich bis jetzt verwandt habe, und manchmal gebe ich etwas Schwarz noch hinzu. Hier seht ihr, dass ich auch die hellen Stellen nochmal weiter aufhelle. Dazu benötige ich erst einmal ein sehr, sehr dünn aufgetragenes Weiß. Ihr könnt Zinkweiß nehmen oder Titanweiß. Und das mache ich an jeder Stelle auch mehrfach, so lange, bis mir die Helligkeit ausreicht. Und ich wechsle auch. Hier gehe ich wieder in die Dunkelheiten und später wieder in die Helligkeit. Für die Ausarbeitung lasse ich mir in der Regel immer viel Zeit und genieße das auch. Das ist für mich Meditation. Hier entschließe ich mich, den Rand mit einem verdünnten Weiß in mehreren Schichten aufzuhellen, sodass in der Mitte halt nur noch die Figur in einem dunklen Feld ist.
Anschließend habe ich mich doch dazu entschlossen, einen schwarzen Rand zu machen, und dazu habe ich halt das Innere nochmal abgeklebt und füge halt an den Rändern einen schwarzen Streifen oder einen dunklen Streifen hinzu. Das könnt ihr aber auch einfach weglassen, das muss nicht sein. Und hier seht ihr mein Ergebnis. Kleine Korrekturen noch. Ich möchte noch erwähnen, dass diese wunderbare Musik in dem Video von Kevin MacLeod ist. Und ich weise in den Credits unten nochmal auf die Herkunft und die Lizenz hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid wieder ein bisschen mehr inspiriert. Ihr habt Ideen und traut euch was. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.